Jetzt habe ich gefilmt und nicht aufgenommen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich sitze gerade in meinem Kurslokal. Hier hinten siehst du noch die Überreste vom gestrigen Kurs. Und ich zeige dir heute, wie ich dieses Gefäß angefertigt habe aus alten Zeitungen. Ich wünsche dir viel Spaß und zum Schluss sehen wir uns nochmals. Doing crazy dreaming.
Wie du siehst, kann man wirklich viele verschiedene Sachen herstellen aus alten Zeitungen. Es lohnt sich also, Zeitungen zu sammeln. Für die, die schon ein bisschen die Materie kennen von Pulp, denke ich, war dieses Video eine kleine Anregung. Und für die, die noch nicht so tief in der Materie sind, gibt es dieses Video noch ausführlicher dann im Mitgliederbereich. Da geht es mehr ins Detail rein, da erkläre ich noch einige Sachen dazu, dass wirklich auch die, die noch nicht mit Pulp gearbeitet haben, so ein Gefäß herstellen können. Natürlich bist du auch herzlich willkommen, in meinen Kurs persönlich reinzuschauen. Ich habe ja auch ein offenes Atelier, also für die, die jetzt nicht so viel Zeit haben und nicht dreimal kommen möchten, die können auch nur einmal kommen. Schau auf meine Homepage, da sind alle Daten drin. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich dich vielleicht auch persönlich kennenlernen darf.
Und dann möchte ich mich noch bedanken für die Anregungen in den Kommentaren für den Mitgliederbereich. Also ich bin da fleißig dran, ich bin am Videodrehen. Es braucht jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, erste, zweite Woche Februar sollte das soweit starten mit den ersten Videos. Und da muss ich schauen, wie sich das entwickelt. Also das läuft. Herzlichen Dank für die Kommentare. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo und über ein Like oder über einen Kommentar. Und was ich noch kurz sagen möchte, der Algorithmus von YouTube hat sich geändert. Also wenn du abonniert hast, aber die Glocke noch nicht aktiviert hast, dann mach doch das bitte, weil sonst wirst du meine Videos vermutlich nicht mehr finden oder nicht mehr so einfach finden. Und wenn du die Glocke aktiviert hast, wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. So, das wäre das. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich räume hier mal das Chaos auf, da ich morgen bereits den nächsten Kurs habe. Und ich wünsche dir eine kreative Zeit. Und ich hoffe, die Sonne kommt bald wieder. Also, hab's gut und tschüss zusammen.